Okay, wir machen mal wieder den Armor-Modus activated. Aber nachdem wir mit Riordan gesprochen haben. Riordan! Hallo! Seid mir gegrüßt. Wie ich sehe, habt ihr euren Aufenthalt in Fort Drakon unversehrt überstanden. Ja, es ging. Ich hatte gehofft, ihr könntet mir mehr über die Grauen Wächter erzählen. Nun, ich würde euch gerne alles erzählen, was ich weiß, aber mir scheint, das Wichtigste wisst ihr bereits. Seid stark im Glauben. Bewahrt die Leute vor ihrer Arroganz und seid euren Brüdern gegenüber so loyal wie möglich. Selbst wenn ihr wisst, dass ihr sie in den Tod führt. Wie viele Wächter gibt es? Schwer zu sagen. Die genaue Zahl kennt nur die Feste von Weißhaupt. Aber es gibt gewiss Dutzende, wenn nicht Hunderte, in allen Ländern von Thedas. In Anderfels leben mehr als 1000. Es ist fast, als hätte der Erzdämon für Raelden gewählt, weil er wusste, wie unvorbereitet es ist. Wart ihr schon mal in der Feste von Weißhaupt? Einmal. Und das soll auch so bleiben. Das ist weit weg und sehr fremd. Die Wächter dort kämpfen gegen die dunkle Brut wie ihr und ich. Aber die Winter und Wälder haben sie zu dem gemacht, was sie sind. Sie sind ein eiskalter Haufen, der sich nicht um den Rest der Welt schert. Ihr König ist schwach, und viele andere wünschten sich, die Wächter würden herrschen. Ich sage es nur ungern, aber einige von ihnen scheinen es so zu wollen. Wie wurden die Wächter gegründet? Das ist fast 1200 Jahre her. So genau weiß das heute niemand mehr. Nur, dass alles mit einigen Soldaten aus Ander begann. Es heißt, sie verließen die Armee ihres Königs und marschierten den ganzen Weg bis nach Teewinter, um gegen die dunkle Brut zu kämpfen. Sie waren es auch, die den Erzdämon Dumat aufspürten und ihn erschlugen. Allerdings kehrte keiner von ihnen aus der Schlacht zurück. Die Gefolgsleute, die sie inzwischen um sich geschart hatten, gründeten daraufhin den Orden, der wenig später von Thedas anerkannt wurde. Und warum liegt letzte Verderbnis so lange zurück? Also 400 Jahre sind schon eine Weile. Weil Erzdämonen nicht von selbst erwachen. Die dunkle Brut muss Jahrhundert um Jahrhundert Stollen graben, um einen zu finden. Und da sie niemand anführt, ist es schieres Glück oder ihr Instinkt, der sie zu ihnen führt. Überraschend ist also nicht die Zeitspanne zwischen zwei Verderbnissen, sondern die Tatsache, dass es überhaupt so weit kommt. Aber ich vermute, dass die alten Götter sie rufen und dass sie diese Stimme in der Dunkelheit so viele Generationen lang antreibt. Ich schätze das im Moment alles. Wichtig ist nur, dass das alles keine Rolle spielt. Wenn ihr auf die dunkle Brut trefft, müsst ihr sie mit allen Mitteln aufhalten. Ja. Seid mir gegrüßt. Wie ich sehe, habt ihr euren Aufenthalt in Fort Drakon unversehrt überstanden. Ja. Was habt ihr jetzt für Pläne? Sobald ich mich stark genug fühle, setze ich meine Reise nach Ostagar fort. Mit etwas Glück finde ich dort das Zentrum der Verderbnis und den Hort des Erzdämons. Wenn wir diesen Erzdämon besiegen wollen, müssen wir wissen, wo er ist und wann er zuschlagen wird. Ihr geht also allein, sollte ich euch nicht begleiten? Wenn wir mehr wären, würde ich zustimmen. Aber in der jetzigen Lage dürfen wir den Armeen, die ihr gesammelt habt, nicht den Befehlshaber nehmen. Kanntet ihr Duncan sehr gut? Wir haben das Beitrittsritual gemeinsam absolviert. Das ist länger her, als ich zurückdenken möchte. Er war schon damals so hart wie Stein und unendlich stur. Ich glaube, ihm war lange vor uns klar, wie schrecklich die Entscheidung ist, wenige zu opfern, um viele zu retten. Allerdings war er immer für seine Rekruten da. Das war die einzige Schwäche, die er sich zugestand. Reden wir noch einmal über die Schatzkammer. Sie befindet sich im Marktviertel, in der nördlichen Gasse hinter der Taverne zum müden Adligen. Ich schreibe euch die Kombination für das Schloss auf. Ihr könnt euch aus der Schatzkammer nehmen, was ihr braucht. Die Wächter lagern dort seit Jahrhunderten alles, was für die Verteidigung der Nerims vonnöten ist.
mehr über die Wächter erzählen vielleicht? Nun, ich würde euch gerne alles erzählen, was ich weiß, aber mir scheint, das Wichtigste wisst ihr bereits. Seid stark im Glauben. Ja. Bewahrt die Leute vor ihrer Arroganz und okay, seid... Okay, das ist alles im Moment. Wichtig ist nur, dass das alles keine Rolle spielt. Geht klar, Jordan. Ma. Moment, könnte es sein, dass Jordan der Charakter, der uns noch gefehlt hat? Moment. Charaktere 29 von 30. Wo? Hier steht noch nicht Jordan in der Liste. Der kommt doch bestimmt auch noch. Hoffe ich mal. Jordan? Seid mir gegrüßt. Wie ich sehe, habt ihr euren Aufenthalt in Fort Drakon unversehrt überstanden. Was habt ihr jetzt für Pläne? Wenn wir diesen Erzdämon besiegen wollen, müssen wir wissen... Wenn wir mehr wären, würde ich zustimmen. Aber in der jetzigen Lage... Jo. Dann viel Glück. Wir müssen uns noch einmal unterhalten, wenn das Ergebnis des Lanting feststeht. Gut. Dann müssen wir es mit Anoa sprechen. Speichern. Hallo Anoa. Seid gegrüßt, Wächter. Gut, dass ihr kommt, um mit mir zu reden. Zuerst, ich kannte eure Familie. Vor allem Eleanor lag mir sehr am Herzen. Und was Hau getan hat, war unverzeihlich. Es ist nur recht, dass er durch eure Hand starb. Ich will ganz offen sein. Eure Stimme wird künftig beträchtliches Gewicht haben. Eamon hört auf euch, und das aus gutem Grund. Meinem Vater muss Einhalt geboten werden. Aber danach braucht Ferelden einen Herrscher. Ich würde mich über eure Unterstützung freuen. Ich glaube, ich bin nicht so wichtig, wie ihr glaubt. Nein. Ihr seid ein grauer Wächter. Und obwohl mein Vater behaupten wird, dass nur er das Land vor der Verderbnis bewahren kann, irrt er. Außerdem habt ihr Arl Eamon vor einer Verschwörung bewahrt, die zweifellos hauskrank im Hirn entsprungen war. Das werden die Leute nicht vergessen. Ihr seid fähig, mächtig und zur rechten Zeit am rechten Ort. Setzt ihr diese Umstände zu eurem Vorteil ein, könnt ihr es weit bringen. Ihr denkt, ihr werdet besser geeignet als Alistair? Etwa nicht. Ihr seid ein grauer Wächter. Was haltet ihr von Alistairs Fähigkeit zu regieren? Von seiner Bereitschaft, ganz zu schweigen? Ehrgeiz allein reicht nicht, um ein guter Herrscher zu sein. Alistair scheint ein gütiger, wohlmeinender Mann zu sein und ein fügsamer dazu. Das sind bewundernswerte, obgleich nicht königliche Eigenschaften. Außerdem scheint er ein fähiger grauer Wächter zu sein, was er auch bleiben sollte, um dem Reich zu dienen, indem er die dunkle Brut bekämpft. Ein gütiger König, der kämpfen kann, hört sich gut an. Wieso wisst ihr so viel über ihn? Caelan kannte Alistair. Es war Arl Eamon, der Alistair vom Hof fernhielt, wie es Marek befohlen hatte. Oh, einige Leute würden Alistair aus Respekt vor seinem Tyrannblut folgen. Die anderen würden sagen, dass Eamon nach der Macht greift. Wen sonst sollte Alistair um Hilfe bitten? Früher oder später würden die Adeligen wieder dazu übergehen, sich gegenseitig zu bekriegen. Alistairs Schwäche würde alles zerstören, was Marek aufgebaut hat. Und was ist eure Alternative? Ich habe dieses Land in Caelans Namen viele Jahre lang regiert. Ich bin eine große Königin. Mein Volk liebt mich. Und ich liebe mein Volk.
Ferelden braucht einen erfahrenen Herrscher, der das Land durch die Verderbnis führt. Also gewiss nicht Alistair. Deshalb noch einmal. Ich wüsste eure Hilfe sehr zu schätzen, solltet ihr sie mir gewähren. Ihr bietet mir also ein Bündnis an? So würde ich es nicht nennen. Wenn es soweit ist, werdet ihr vor dem Landing dafür stimmen, dass ich meinen Thron behalte. Man wird euch zwar als Feind meines Vaters betrachten, allerdings helft ihr dessen Tochter. Ihr handelt sozusagen zum Wohle Fereldens und nicht nur im Interesse der Grauen Wächter. Im Gegenzug verwende ich mich für euch. Versteht ihr? Gemeinsam könnten wir sehr viel erreichen. Was wird aus Lorien, wenn ihr Königin seid? Er ist mein Vater und ein großer General, der seinem Land immer treu gedient hat. Wenn es einen Weg gäbe, ihn leben zu lassen, wäre mir das sehr genehm. Wenn das möglich ist, bin ich nicht dagegen. Okay, er könnte tatsächlich nützlich sein. Auch wenn der Gerechtigkeit Genüge getan werden muss, aber er könnte nützlich sein. Das freut mich. Aber letztlich muss das Landing entscheiden, denke ich. Ja. Beeinflusst das eure Entscheidung? Kommen wir zu einer Übereinkunft. Warum heiratet ihr nicht einfach Alistair? Das wäre das Beste. Abgesehen davon, dass er aussieht wie Kaelin, mein kürzlich verstorbener Gemahl, ist meine Hauptsorge, dass er sich genauso benehmen könnte. Aber es ist wahr, dass Alistair ein Tyrant ist. Für einige Leute ist das wichtiger als jede praktische Überlegung. Ein Bund könnte als Kompromiss erscheinen, aber würde Alistair das überhaupt wollen? Ich glaube, ich könnte ihn überzeugen. Ich sage euch etwas. Wenn Alistair bereit ist, in den Hintergrund zu treten und mich regieren zu lassen, wäre ich bereit, ihn zu meinem König zu machen. Soweit ich weiß, hegt er ohnehin nicht den Wunsch zu regieren. Wenn dem so ist, kann ich mit diesem Kompromiss leben. Warum sollte er dem zustimmen? Seht ihr etwa voraus, dass ich einen unerprobten, unwilligen Mann auf den Thron setze? Einen Mann, dessen größte Entscheidung bisher die Wahl seiner Strümpfe war? Wenn das die Angelegenheit beschleunigt, bin ich einverstanden. Aber nur, wenn Ferelden davon profitiert. Ja. Dann rede ich mit ihm. Tut das. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Vermutlich wird Alistair irgendwann sie einfach ausboten. Alina! Meine Herrin wird euch auf ewig dankbar sein, Wächter. Beklauen können wir die nicht. Gut, dann müssen wir es mit Alistair sprechen. Alistair! Ich vermute, jemand hat Enora erzählt, ich wolle ihr den Thron wegnehmen. Ihr Blick ist so grimmig. Sagte ich schon, dass das nicht meine Idee war. Sie wäre eine wunderbare Königin. Und was mich angeht, darf sie es auch gerne werden. Ich glaube, ihr werdet ein guter König, Alistair. Wirklich? Wie kommt ihr denn auf die Idee? Weil euch die Krone gut stehen würde? Ah, hast ein gutes Herz und einen starken Gerechtigkeitssinn, Alistair. Pack's doch schon. Es freut mich, dass ihr das so seht. Was soll ich jetzt tun? Weitermachen und König werden? Es einfach geschehen lassen? Ich finde, ihr solltet Enora heiraten. Sie heiraten? Wie in Heirat? Wie in Ehemann? Habt ihr etwa mit ihr schon darüber gesprochen? Ja, das habt ihr, oder? Warum tut ihr das? Schwere Schläge auf den Kopf? Das ist verrückt. Sie herrscht, ihr führt an, es wäre perfekt. Ich halte es für den besten Kompromiss, um Frieden zu schaffen. Ja. Ja, vermutlich habt ihr recht. Das Landding wird es sicher genauso sehen.
Gut, dann geht und sagt ihr, ich bin dazu bereit, wenn es erforderlich wird. Und jetzt entschuldigt mich, ich muss mich einem kleinen Herzanfall widmen. Nichts Schlimmes. Stimmt zu plus zwei, obwohl wir ihn gerade mit der, mit Anora verkuppeln. Das gefällt ihm gar nicht, glaube ich. Anora! Elsa sagt, ja! Und? Habt ihr mit meinem glücklichen Verlobten gesprochen? Oder dürfen wir uns nur Briefchen schreiben? Er hat euren Bedingungen zugestimmt. Wirklich? Ich... Damit hatte ich nicht gerechnet. Dass ich Kaelens Bruder heirate... Na, es gibt vermutlich Schlimmeres. Wenn es der Sache hilft... Das ist es also. Ich stimme der Heirat mit Alistair zu, um meinen Thron zu behalten... Und im Gegenzug verwende ich mich für euch? Ist es das? So ungefähr. Heiratet Alistair und ich helfe euch. Abgemacht. Wir sind uns also einig, Wächter. Ich nehme an, ihr haltet euren Teil der Abmachung ein. Ich schätze, es wird Zeit, meinen Vater auszuschalten. Das wird natürlich kein Spaziergang, aber ich nehme an, das wisst ihr. Ich nehme an, ihr habt viel zu tun. Braucht ihr sonst noch etwas von mir? Ich habe ein paar Fragen. Fragt mich, was ihr wollt. Ich würde Lorien gerne besser verstehen. Nun, er war als junger Mann ein gewöhnlicher Bauer. Unglaublich. Ich konnte mir das nie so recht vorstellen. Er hat zum Beispiel kein Händchen für Pflanzen. Ich weiß noch, wie ihn meine Mutter bat, nach einem kranken Rosenstrauch zu sehen. Der Rosengarten lag ihr nämlich sehr am Herzen. Als er ihn berührte, mehr hat er nicht getan, warf der Strauch die Hälfte seiner Blätter ab. Danach hat Mutter ihn nie wieder gebeten, nach ihren Rosen zu sehen. Verständlich. Er kaufte ihr daraufhin einen neuen Rosenstrauch. Die Zweige wucherten förmlich aus seiner Satteltasche, als er ihn aus Denerim holte. Obwohl ihn die Dornen blutig stachen, durfte niemand die Rosen auch nur anfassen. Er wollte sie meiner Mutter selbst überreichen. Mein Vater hat seine Fehler, Wächter. Aber er ist alles andere als gewöhnlich. Warum hat er Al-Hau vertraut? Ich würde nicht sagen, dass er ihm vertraut hat. Mein Vater wusste, was für ein Mensch Hau war. Und obwohl ich diesen Mann verachtete, wusste ich, dass Vater auf sein politisches Genie vertraute. Vermutlich dachte Vater, er könne die Einflüsterungen der Schlange durchschauen. Ich frage mich, wie viele Schandtaten Hau zu verantworten hatte und nicht mein Vater. Aber das werden wir nie erfahren. Warum lenkt Lorien nicht ein? Weil er glaubt, im Recht zu sein, Wächter. Er ist überzeugt, dass nur er Ferelden aus der momentanen Krise führen kann, obwohl er für die Lage mitverantwortlich ist. Mein Vater ist zu bemerkenswerter Verblendung fähig, aber sie entspringt nur seiner Liebe für Ferelden. Das ist der traurigste Teil daran, glaube ich. Ist er wirklich verrückt? Ich hoffe nicht. Aber ich fürchte es, ja. Hatte er geplant, Kaelen vor Ostagar zu stürzen? Ich bin nicht sicher. Ich hatte bis zu Kaelens Tod keine Ahnung, was mein Vater vorhatte. Ich würde gerne glauben, dass mein Vater zwar Vorkehrungen getroffen, Kaelen bis zu jenem Augenblick in Ostagar aber nicht gänzlich aufgegeben hatte. Die Alternative ist schwer vorstellbar. Eine Frage noch. Fragt mich, was ihr wollt. Ist es euch unwohl bei dem Gedanken, euch gegen euren Vater zu stellen? Natürlich. Haltet ihr mich für herzlos? Vielleicht. Aber wie viel schlimmer wäre es, an der Seite eines Mannes zu bleiben, der für die Ermordung meines Gemahls verantwortlich war? Ich kenne Kaelen aus Ostagar. Er war ein guter Mann. Das war er. Und er war auf dem Schlachtfeld weit glücklicher als im Thronsaal. Er war unbekümmert, leidenschaftlich und charmant. Wäre er nicht König gewesen, hätte er einen vortrefflichen Räuberhauptmann abgegeben. Wir waren ein gutes Gespann.
Er hätte die Bürde des Regierens ebenso wenig gewollt, wie es mir gefallen hätte, die duldsame Frau im Schatten meines Mannes zu sein. Warum ließ Lorien Kaelin sterben, wisst ihr das? Kaelin war ein Idealist. Die Welt war sein Bilderbuch und er selbst der Held. Mein Vater ist anders. Auch er hat seine Ideale, aber er weiß um ihren Preis. Sie gerieten oft aneinander, aber niemals ernsthaft. Und nie für lange. Früher oder später lenkte Kaelin immer ein. Doch dann kam die Verderbnis. Kaelin träumte davon, die vereinten Länder von Thedas gegen die dunkle Brut zu führen. Und diesen Traum hätte er nicht aufgegeben. Mein Vater aber sah nur, dass der Junge, den er zum König gemacht hatte, orlesianische Truppen in das Land einlud, aus dem er sie einst verjagt hatte. Und zum ersten Mal gab mein armer, törichter Gemahl nicht nach. Wir sollten den Leuten vielleicht die Wahrheit über Kaelins Tod sagen. Sie würden es nicht glauben, kein Wort. Nicht einmal aus meinem Mund. Loghain ist ein Held, zu dem sie Zeit ihres Lebens aufgesehen haben. Es ist weit einfacher, euch und mich für Lügner, als ihn für einen Mörder und Tyrannen zu halten. Deshalb müssen wir einen Weg finden, um ihn vor dem Landing in Misskredit zu bringen. Wir müssen den Bans die Verbrechen meines Vaters beweisen. Sonst werden sie uns niemals glauben. Ich bedauere übrigens euren Verlust. Es war mehr als mein persönlicher Verlust. Trotzdem danke. Eine Frage noch? Fragt mich, was ihr wollt. Was glaubt ihr, wird nach dem Landing geschehen? Sehe ich aus, als könnte ich hell sehen? Als ich ein kleines Mädchen war, gab es in Gwarren eine alte Frau, die aus Handflächen las. Sie sagte, ich würde 10 Kinder gebären und eines Tages kahl wie ein Heidefeld im Winter sein. Ich halte darum nicht viel von der Wahrsagerei. Was geschehen wird, liegt ganz bei euch, Wächter. Aber das wisst ihr vermutlich selbst. Ja. Dann sollte ich jetzt mal gehen. Dann viel Glück, Wächter. Kurz mal auf die Uhr schauen, wie lange nehme ich schon auf? Ja, noch nicht lang genug. Nun, dann sollten wir uns vermutlich ums Gesindeviertel kümmern. Also gehen wir erstmal zu Aal Eamon. Und reden das, sagen mal, dass wir das geregelt haben mit Anora. Wächter, sagt Bescheid, wenn ich euch irgendwie helfen kann. Wir haben viel zu tun und kaum Zeit. Ich glaube, ich konnte Alistair und Anora davon überzeugen, einander zu heiraten. Ich glaube, mein Gehör lässt mich im Stich. Ich könnte schwören, dass ihr gesagt habt, dass Alistair und Anora eingewilligt haben, einander zu heiraten. Es könnte sein, dass auch einige Drohungen ausgesprochen wurden. Es ist vielleicht besser, wenn ich nicht alle Details kenne. Diese Verbindung kann uns nur helfen. Das habt ihr gut gemacht. Ihr müsst an die Arbeit. Wir müssen tun, was wir können. Bis zum Landding bleiben uns nur noch wenige Tage. Alistair? Ich bin eine Weile nicht hier gewesen. Sie haben den Speisesaal umgestaltet. Nur zu. Einige Fragen? Natürlich. Ah, vergiss es. Na los, dann haben wir noch die Kleinigkeiten zu erledigen. Zum einen haben wir einige... Müssen wir noch die ganzen Bands auf unsere Seite ziehen? Und dafür haben wir jetzt gerade ein bisschen Material gesammelt im Hausanwesen. Dann müssen wir noch einige kleinen Nebenaufgaben machen, Todesnachrichten bringen und all sowas, bevor wir uns dem Gesindeviertel widmen. Oder wir gehen jetzt ins Gesindeviertel. Naja, wir machen erstmal die ganzen Nebenmissionen, bevor wir uns dem Landing widmen. Alistair! Ja. Morgan! Unbedingt. Und. Nee. Und Zevran nehmen wir mal mit. Warum nicht? Kann immer nicht schaden. Ich muss mal kurz was trinken. Sekunde. Ah, tja. Tragisch. Das Malz ist jetzt pisswarm. So viel zum Thema Abkühlung und. Ja. Halspflege. Oh, sind alle aufgestiegen.
Alistair. Konstitution. Ne, Geschicklichkeit braucht er nicht. Willenskraft braucht er. Mit Schwert und Schild ist er fertig. Dann Kräfte sammeln. Morrigan. Willenskraft, Magie und Konstitution. Weiter. Dann Totenruf. Beschwert aus dem Leichnam eines Gegners ein Skelett herauf, das kurzzeitig an der Seite der Gruppe kämpft. Todesmagie. Um sich selbst zu heilen. Den Geistschlag, den brauchen. Was ist das denn da? Antimagiestoß. Dieser Energieausschuss entfernt sämtliche bannbaren Effekte im Wirkungsbereich. Auch Verbündete können davon betroffen sein. Na. Ah. Und Zevran. Geschicklichkeit. Geschicklichkeit. Konsti? Oder nee, 21 Stärke braucht man auch für grundlegende Dinge. Zwei Waffenbeherrschung, Doppelschlag, Duelland, Entrinnen, Gnadenstoß. Na. Ja, da war noch dieses eine Lager. Da sagt irgendwie... Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk. Ich glaube, ich weiß, wo es liegt. Diese Schatzkammer. Moment. Liegt die jetzt tatsächlich da, wo das Lagerhaus ist? Also Lagerhaus. In Ordnung. Würde ich auch sagen.